Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 und wir spielen heute die besten Level aus der Kategorie kurz und knackig. Ja, im letzten Part, wir hatten jetzt schon Rätsellevel im letzten Part, wir hatten Musiklevel davor, wir hatten schon Automatiklevel und was weiß ich. Und heute spielen wir die Level der Kategorie kurz und knackig. Ja, da werden wahrscheinlich viele Mischungen dabei sein und viele Level, die ich schon gespielt habe im Let's Play. Die werde ich natürlich nicht nochmal Let's Playen und nochmal spielen für euch. Aber wir fangen an und wir sollen immer laufen und den falschen Fallen irgendwie vertrauen. Okay. Die Level spielt der Train hier am liebsten irgendwie. Ich bin von diesem Speedrun-Level jetzt ein bisschen, ne, jetzt nicht unbedingt ein großer Fan. Aber wie schon bei den Musiklevel und Automatiklevel gesagt, man kann sie mal zeigen. Warum bin ich da jetzt gestorben? Ich bin doch nur gelaufen. Erzähl mir doch nichts. Hä? Das interessiert mich jetzt mal, wo ich denn jetzt wirklich verreckt bin. Woran das gelegen hat. Ja, jetzt gut, jetzt. Gut, wir sehen uns dann gleich am Ziel. Ich weiß nicht, woran das eben gelegen hat, dass ich da gestorben bin. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwo abgebremst habe, aber vielleicht sehe ich es ja im Schnitt. Im Schnitt vielleicht. Ja, war ganz okay. Dafür, dass es der beliebteste bei kurz und knackig ist. Naja, gut. Table Tennis in Super Mario 2. Habe ich auch schon mal in Super Mario Maker 1 gespielt. Und ich weiß nicht, ob man die Idee einfach kopiert hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen werde ich da auch kein Herz dabei lassen. Aber gut, spielen wir Table Tennis. Tischtennis. Ich war früher tatsächlich Oh, come on. Ja, gut. Ich war früher tatsächlich in einem Verein, Tischtennisverein. Da habe ich gelernt, wie man Tischtennisschläger richtig hält. Ach ja. Das war's. Jetzt komm doch mal, jetzt geh doch da rein. Eben bist du auch beim ersten Mal. Ach, erzähl doch. Was für ein Krutz. Und das ist nicht kurz und knackig, das ist einfach nur Glück. Das ist einfach nur Glück. Darf ich jetzt durch? Ich darf nicht durch. Warum darf... Och, was sollen die Kacke? Kurz und knackig, wohl eher langsam und nervig. Sorry. Aber wir wollen kurz und knackige Level und nicht sowas, wo man einfach Glück haben muss. Daran ist nichts kurz und knackig. Kurz und knackig vielleicht, wenn man das Muster daraus versteht. Aber da habe ich keine Lust zu. Das ist gleich wieder so ein Level. Okay. Ja, sowas passiert, wenn man falsche Tags angibt, Leute. Ich bin da kein Fan von. Und gerade wenn man wegen sowas, ne? Wenn man nach Tags sucht und dann vorgeschlagen werden irgendwelche Level, die gar nicht kurz und knackig sind. Und ich ging davon aus,
dass wenn wir ein kurz und knackiges Level bekommen, wenn wir kurz und knackige Level, ein Part aus kurz und knackig Level machen, dass wir auch viele in ein Part schaffen. Davon ging ich aus. Oder was sagt ihr? Ja, Gifon geht ja auch aus. Das andere gehört zwar eher so ein, ja, würde ich sagen, eher so ein Rätsel-Level irgendwie, ne? Minigame-Level. Das ist nicht kurz und knackig. Okay, wir müssen einen One-Up-Pilz sammeln. Sollten wir schaffen. Jetzt geht auch. Okay, wir kriegen keinen One-Up. Und warten gehört zu kurz und knackigen Leveln eigentlich nicht dazu, ne? Wir kriegen das One-Up nicht. Sag ich doch. Ja, da wäre eh nichts gewesen. Hätte ich eh nicht gekriegt. Das ist reinster Troll. Reinster Troll ist das. Okay, jetzt wusste ich halt, dass das möglich ist. Er hat sich selbst vernichtet. Da vielleicht so durch. Oh, come on. Kurz und knackig, Leute. Meine Güte, war das kurz und knackig. Aber die Idee war nicht schlecht. Self-Destruct Activated. Ist remastered aus Super Mario 1. Super Mario Maker 1. Von ihm. Na, man weiß ja nie, ob das wirklich dieselben sind, ne? Aber ich bin gespannt. Ja, falsche Richtung. Schaffen wir das noch? Ach du Kacke. Wie er einfach nicht dahin jumpt, ne? Wie er einfach da unten. Ne. Naja, was auch immer. Oh Gott. Damit komme ich gar nicht klar. Mit sowas komme ich gar nicht klar, wenn man plötzlich viel schneller unterwegs ist. So, von einem Moment auf den anderen. Okay, geschafft. Ja, geschafft. Doch, das war kurz und knackig. War ganz gut, das Level. War ganz gut, ja. 20 Sekunden. Swamp Temple Run. Escape the Stonewall in the Simple Temple Speed Run. Alles klar. Von Bru oder Bra oder wie man es auch immer ausspricht. Ist mir auch egal. Okay, 20 Sekunden. Ja, jetzt nur noch 18.
Okay, mit den Greifern ist nicht nett. Null! Wir sind bei Null! Bei Null! Aber es geht wesentlich früher, ne? Guck's mal an. Okay. Das hatten wir schon in Super Mario Sunshine. Sandbird. War kurz und knackig. Wir müssen alle roten Coins sammeln. Und dann zurück auf Dings. Ja, Super Mario Sunshine, muss ich ehrlich sagen, habe ich einmal angespielt. Mehr nicht, deswegen sagt mir der Sandbird auch nichts. Mal gucken. Nice, wir kriegen einen Pilz und auf. Auf jeden Fall läuft die Sunshine-Musik. Das ist mir bewusst. Oh, das ist aber cool gemacht. Aber ich habe Super Mario Sunshine halt nie gespielt. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Okay. Wir müssen auch wieder rauf. Das war sehr cool gemacht. Schade, dass man sowas nicht nach rechts fliegen lassen kann, ne? Man fliegt ja immer nur nach links. Dazu müsste man eine ganz komische Mechanik bauen. So, eine Münze fehlt noch. Wo ist sie? Da oben. Nice. Das war doch mal ein kurzes Level, aber sehr cooles Level. Ja, das war wirklich cool. Richtig Knorke. Richtig Korall. Hat auf jeden Fall ein Herz verdient. Auf jeden Fall. Kamek Transformationsflu von Lea 96. Kamek hat uns in einen Monty verwandelt, was? Zumindest sagt das die Beschreibung. Okay. Ah, davon habe ich schon gehört. Ja, wir lenken jetzt den Monty. Ah, wir sind der Monty, Leute. So, jetzt nach rechts. Okay. Durch die Tür. Müssen erstmal nach links, ne? Der Monty muss da runter. Stopp, Monty, stopp. Wir müssen hier. Jetzt nach rechts. Oh. So, jetzt nach links. Stopp, Monty. Nein, du bist zu weit. Monty. Dieses verfluchte. Genau, Monty. Das ist richtig. Und jetzt kommen wir nach links. Hallo, Monty. Oh, oh, der Zauber wirkt noch auf uns. Nein! Okay. Monty, hoch da. Aktivier. Und wir haben es geschafft. Nice. Doch, war ein gutes Level, Sehr gut. Die Rekordhalterin hat wahrscheinlich direkt beim ersten Mal sofort perfekt den Monty gesteuert. So, das hatten wir ja schon mal gespielt. Und 20 Sekunden Switch Block Blast. Nice. Wir geben unser Bestes.
aber sehr basic, ne? Sehr basic. Im Vergleich zu den anderen, ne? Okay. Im Vergleich zu den anderen war es sehr basic, aber war nicht schlecht, war nicht schlecht. Aber hat es verdient, in der Rangliste so weit oben zu sein? In der Kategorie? Ich denke eher weniger. Homecoming Hills. Im nächsten Part würde ich mal sagen, machen wir die klassischen Level, ne? Wenn mir keine eurer IDs entgegenspringt. Okay, 1-1 in Super Mario 3D World Stil, okay. Soweit ganz gut. Aber ist eher klassisch, ne? Ja, ja, ist okay. Cool. Ich würde sagen Mario, ne? Toad. Ich gehe da hoch. Und los geht's. Alter. Oh, dieses Momentum ist einfach schrecklich. Okay. Das war aber eher ein klassisches Level, ne? Das war eher in der Kategorie klassisch, aber es war ja auch angegeben, glaube ich, ne? Klassisch und kurz und knackig, ne? Oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es so, war es nee, Thema. Okay. Warum auch nicht? Okay, Simple Unreal Speedrun. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das habe ich oberhin 3D geholt, ne? Scheiße. Okay. Also noch basicer. Nein, zu früh gesprungen? Nein. Ich denke nicht. Okay, wir haben es geschafft. Ah, ja. Nicht super Metroid Mario, ist nicht unbedingt, ist nicht kurz und knackig im Metroid Level. Das ist doch eher kurz und knackig. 1,20 Rekord. Das kriegen wir noch unter in diesem Part. Folge dem Pfeil. Das denken sich viele YouTube-Content-Creator. Folge einfach den Pfeilen. Hier ist ein dicker Arsch, wo ein Pfeil drauf zeigt. Nein, ich wollte da nicht hüpfen. Nein, ich wollte da... Oh. Vergiss es einfach, Leute. Vergiss es. Einfach vergiss es, okay? Yay. Dieses Yay ist für die Doofen, wenn ihr wisst, was ich meine. Yay, du hast es geschafft. Du bist doch kein Noob. Du kannst Pfeile verfolgen. Du bist nicht scheiße. Wir brauchen ein Belohnungssystem. Damit wir die Smartphone-Nutzer abholen dürfen. Abholen können. Yay! Yay! Ich habe den richtigen Pfad gefunden. Nice! Wow! Wie cool!
Ich find's total nice, wie die den Ersteller von diesem Level ein für blöd halten. Und mal 3 Pfeile. Wollen die mich eigentlich verarschen? Wollen die ihn eigentlich verarschen oder so? Yay! Also den ersten Fall, den man sieht, oder was? Wie dumm ist das denn? Jetzt nochmal unten, ne? Ja. Man kann das doch sehen. Hast du das mit Wort? Hast du der. Ja. Oh Gott, ich bin doch nicht dumm. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Man muss die Reihenfolge der Pfeile da an Acht geben, nicht hier irgendwie. Krieg noch ein Yay. Bitte. Als Belohnung. Ja. Meine Güte. Hier runter sollen wir. Wow. Ja, Leute. Nee, komm, vergiss es einfach. Ach ja. Gut, im nächsten Part spielen wir dann klassische Level. Ja, hier klassisch, einfach nur klassisch. Ganz normal, reguläres Jump'n'Run und... Dann war's von meiner Seite aus. Lasst ein Like da und kommentiert schön fleißig, wenn ihr Bock habt. Und lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt von mir. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.